Werte Zuschauer, im Teil 4 unserer Serie haben wir uns beschäftigt, natürlich wieder mit Belegt und mit Rückmeldern, aber unter Benennung der industriell hergestellten Komponenten, so von den Firmen Litfinski, Uhlenbrock, Fleischmann und Rocco. In dieser Serie, in der 5. Folge, werden wir uns nun beschäftigen mit der Pilotanlage selbst. Wir gehen also direkt in den praktischen Teil über. Schauen wir uns mal nun unsere Pilotanlage an. Eigentlich ganz einfach und sie ist ganz bewusst einfach gehalten, nämlich es soll ja jeder von Ihnen das zu Hause nachbauen können, meinetwegen auf dem Fußboden, auf dem Küchentisch oder sonst irgendwo, mit 4 Blöcken, also überschaubar, wenn man irgendwo einen Fehler gemacht hat. Kann man ihn auch schneller finden? Keine stationäre Lösung, sondern jederzeit wieder aufbaubar, abbaubar, wie jeder möchte. Ich habe es so gemacht: 2 Weichen genommen und daran angeschlossen 4 Abstellgleise. Das bedeutet also, wir werden 4 Blöcke haben. Das ist hier unsere Weiche 1. Dann käme hier, die bekommt natürlich auch die Adresse 1. Hier wäre dann die Weiche 2, bekommt die Adresse 2. Hier angeschlossen die eben genannten Abstellgleise. Diesen hier nennen wir Block 1, Block 2. Und nun, wo sind jetzt die Halteabschnitte und Bremsabschnitte? Das habe ich mal hier gekennzeichnet. Wir haben hier einen Strich und hier liegt jetzt ein Isolierschienenverbinder. Die Strecke von hier bis dort, bis zum nächsten Strich, das ist unsere Bremsstrecke. Dahinter schließt sich an bis zum Prellbock die Haltestrecke. Und respektive genauso hier im Block 2, an gleicher Stelle beginnt wieder der Bremsabschnitt. Bis dorthin, von dem letzten Strich bis zum Prellbock wieder der Halteabschnitt und genau so auf der anderen Seite mit Block 3, Block 4. Ich habe bereits die Drähte hier angelötet, besser dran gesteckt, für den Belegtmelder der Bremsstrecke 1, für den Haltemelder der Haltestrecke 1, hier den Draht angelötet oder angesteckt für den Bremsmelder 2, hier hinten Haltemelder 2. Das hier ist die Spannungsversorgung für den noch anzuschließenden Belegtmelder. Die haben wir jetzt also noch nicht dran. Wir werden jetzt hier mit Uhlenbrock arbeiten, haben wir aber noch nicht dran. Wir werden auch gleich sehen, warum. Respektive haben wir das dort bei Block 3 und 4 genauso gemacht. Als erstes haben wir den Weichen eine Adresse zu geben, denn die müssen ja für das Digitalsystem unterscheidbar sein. Also nennen wir das jetzt mal hier Weiche 1. Die bekommt nachvollziehbar die Adresse 1. Die andere Weiche, die zweite, bekommt die Adresse 2. Wie programmiere ich nun den Weichendecoder, der sich hier in der Bettung befindet? Ich ergreife den Stellhebel und bewege denselben ein paar Mal schnell hin und her. Jetzt ist die Weiche im Programmiermodus. Ich nehme mein iPad und hier finden wir jene Weiche, nämlich die Weiche 1. Die habe ich dort schon als 1 hinterlegt. Ich tippe einfach drauf. Und nun hat die Weiche 1 die Adresse 1. Beweis: Wir können jetzt hier also die Weiche schalten, sowohl mit dem iPad als auch mit der Multimaus. Ich gehe hier in den Weichenmodus, gebe die Weiche 1 ein, die steht schon drin und kann also hier die Weiche schalten. Das Gleiche vollziehen wir nun mit der Weiche 2. Auch diese müssen wir erst wieder in den Programmiermodus versetzen. Also ich bewege den Stellhebel ein paar Mal schnell hin und her.
Die Weiche ist im Programmiermodus. Dieser Weiche habe ich die Adresse 2 gegeben. Ich tippe einfach hier drauf. Nun hat also, wie Sie sehen, diese Weiche die Adresse 2. Sie sind somit unterscheidbar. Ich kann beide Weichen schalten. Das wäre der erste Schritt. Als nächstes schauen wir uns mal an, ob unsere Lok auch hier mit diesem System bedienbar ist. Wir nehmen hier eine 232, Spitzname Ludmilla. Wir setzen sie aufs Gleis. So, und wir schauen mal, ob wir die 232 mit unserem iPad steuern können. 232 ist eingegeben. Sie fährt. Aber sie hält an. Warum? Warum können wir die Lok nicht weiter steuern als bis zu diesem Punkt? Ganz einfach. Ich sagte ja, wir mussten ja für die Belegmeldung, sehen Sie, sie fährt jetzt wieder bis dahin, weil immer noch ein Fahrbefehl steht. Wir nehmen nochmal die Lok runter. Ich sagte ja, wir haben hier getrennte Gleisabschnitte, elektrisch isoliert von dem übrigen Schienenstrang. Das war die Bremsstrecke, ganz hinten die Haltestrecke. Und jedem dieser getrennten Schienen im Bremsabschnitt wie im Halteabschnitt ist ein Anschlussdraht zugeordnet. Aber wir sehen, ich habe hier noch keine Belegmelder angeklemmt. Und diese getrennten Gleisabschnitte erhalten ihre Fahrspannung über den noch zu installierenden Belegmelder. Also müssen wir das jetzt tun. Wir verwenden Uhlenbrock und ich werde jetzt das mal installieren. Wir haben nun entsprechend der Abbildung 14, bekannt aus dem vierten Teil unserer Sendereihe, mit der Digitaleinheit Z21 verbunden. Und da ja das Ganze mit der Lok noch nicht funktionierte in den Blockstellen, müssen wir natürlich unseren Belegmelder Uhlenbrock 63320 hier im Prinzipschaltbild gezeigt anschließen. Und das habe ich jetzt hier vollzogen. Wir sehen jetzt hier den eben genannten Uhlenbrock Rück- und Belegmelder 63320 und muss nun die einzelnen Drähte hier aufklemmen. Wie habe ich das gemacht? Eine Empfehlung auch an Sie. Wenn Sie sich eine solche kleine Pilotanlage mal aufbauen, beschriften Sie gleich die Drahtenden, die Sie hier installieren, löten, klemmen, schrauben, wie auch immer. Und zwar Beispiel. Das hier, dieser Draht, führt zum Bremsbereich des Blockes 2, B2, also hierhin. Das ist der zweite Block und diese Strecke ist die Bremsstrecke, B2. Klemme ich auf, hier auf die 5. Sie können natürlich auch jede andere Reihung nehmen, egal ob Sie nun jetzt hier die 5, die 1 oder die 8 nehmen. Nur, ich habe es mal halt so gemacht, kann jeder machen, wie er will. Und das, diese Aufreihung in der Reihenfolge, wie hier geschehen, müssen wir dann später in der Software bei den Blöcken eintragen. Also, der Bremser 2 geht hier in Eingang 5 des Gleisbelegmelders. Oder wir haben hier den Belegmelder Bremsstrecke 1 vom Block 1, klemme ich auf die 7 und so weiter. Hier wäre noch einer, das wäre der Haltebereich des Blockes 2, da hinten am Prellbock, klemme ich auf die 6. Das müssen wir ganz sauber verdrahten, keine Fehler machen, ansonsten wird uns dieser Fehler dann später wieder auf die Füße fallen. Des Weiteren erhält dieser Belegmelder seine Spannungsversorgung über diesen Draht, habe ich hier
beschriftet mit DSP, also Digitalspannung. Dieser Draht ist angeklemmt auf diese Schiene, also gibt der Belegmelder die Spannung, die hier anliegt, auf den Bereich und auf jenen Bereich. Des Weiteren muss ich diesen Uhlenbrock-Belegmelder in der schwarzen Z21 im Loconet-Eingang hier aufklemmen. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, müsste nun unsere Ludmilla, die BR-232, durchfahren. Schauen wir mal. Die Weichen sind jetzt hüben und drüben abzweigend gestellt. Sie sehen, wir können bis zum Anschlag fahren. Nehmen wir die entgegengesetzte Richtung, prüfen wir Block 3. Denn solange die Lok jetzt hier nicht durchfährt, bis an die jeweiligen Prellböcke, bräuchten wir gar nicht weiterzumachen, denn es würde ja heißen, wir haben keine Spannung anliegen. Jawohl, funktioniert. Jetzt werden wir die anderen Blöcke noch abfahren. Dazu fahren wir erstmal in die Mitte. Werden dann die Weichen stellen. So, stellen wir die Weiche. Schauen wir mal, ob wir bis hier, bis zum Prellbock kommen. Na nun. Wir müssten Maschinen putzen. So, wir fahren vor bis an den Prellbock. In Ordnung. Fahrtrichtung ändern. Jetzt müssen wir auch die Weiche noch auf geradeaus stellen und fahren jetzt bis zum Ende des Blockes 2. Können wir durchfahren, ist die Welt in Ordnung. Alle Bereiche führen Spannung. Also alles in Ordnung. Jetzt funktioniert digitaltechnisch unsere Anlage. Jetzt müssten wir prüfen, ob unsere Rückmelder funktionieren. Denn wenn die hardwareseitig nicht funktionieren, brauchen wir auch nicht weiterzumachen. Dann kann das auch mit der Software nicht funktionieren. Also überprüfen wir jetzt die Rückmeldung in den verschiedenen Blöcken. Dazu können wir die Lok nehmen und wir bräuchten jetzt nur zu gucken, ob zum Beispiel hier die LED aufleuchtet, wenn wir in einen entsprechenden Abschnitt einfahren. Wir können auch dazu unser iPad nehmen, um das zu kontrollieren. Nämlich, die Z21-App unterstützt auch diesen Uhlenbrock-Belegmelder. Und wenn wir die Abschnitte hier, die Blockabschnitte, trennen, können wir auch hier die Belegmeldung erkennen. Fahren wir nochmal zurück. So, jetzt sind wir außerhalb des Bremsabschnittes. Andere Fahrtrichtung, fahren nochmal ein. Und wir werden gleich, sobald die Lok in dem Bremsabschnitt Verbraucher wird, die Rotausleuchtung sehen. Also, der Rückmelder funktioniert. Gut. Nun können wir nochmal den anderen Block versuchen, ob das auch dort alles funktioniert. Wir fahren zurück. Stellen die Weiche. Jawohl, Rückmelder funktioniert. Prima. Also, alle Rückmelder funktionieren.
Somit hätten wir jetzt hardwareseitig jene Voraussetzung erfüllt, die wir zwingenderweise auch erfüllen müssen, damit unsere Softwaresteuerung überhaupt funktionieren kann. Damit wären wir mit dem Aufbau der Pilotanlage fertig und würden nun unseren Computer daran schließen. Nebenbei bemerkt, wenn Sie sich eine solche kleine Pilotanlage aufbauen und bringen die zum Laufen, dann haben Sie im Prinzip das Wesen und die Funktionsweise der Steuerung, der Computersteuerung verstanden und könnten sich alles Weitere dann selbst aufbauen und Ihre Schlussfolgerung ziehen, um andere Fälle selbst zu bewerkstelligen. Das ist das, was ich schon mal sagte, Hilfe zur Selbsthilfe. Sie kriegen also hier die entsprechenden Anregungen, die Sie nachvollziehen können und können sich dann weitere Betriebsfälle daraus ableiten.